In Bayern hat Trucker Babe Gina einen vollen Tag. Und nach dem Kamelhof einen leeren Hänger. Den muss sie jetzt gleich abkoppeln. Ich mache mir mega viele Gedanken vor Herausforderungen. Ich glaube, das werde ich niemals ablegen. Wenn es eine neue Tour ist, ist es immer wieder aufregend für mich und spannend, wie es hinhaut, ob alles klappt. Okay, raus geht's. Dann geht die Düse. Gina findet den Weg sofort. Autohof. Hier muss sie ihren Anhänger abkoppeln. So ist ihr Zug noch zu lang, um über die engen Dorfstraßen am Berg ihren nächsten Kunden erreichen zu können. Ich bin froh, dass da nicht so viele LKW stehen und ich jetzt echt gut Platz hatte zum Rückwärts-Neifahren. Jetzt hänge ich ab und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich denke an alles. Ich habe noch nie einfach meinen Hänger irgendwo stehen lassen. Das ist komisch, das Gefühl. Gina wird den Hänger vom restlichen Truck lösen. Sie hat wenig Zeit und muss alle Handgriffe konzentriert ausführen. Der nächste Einsatz wartet schon. Schauen wir mal, ob alles passt. Ich hab's geschafft. Beim Anhängen schauen wir noch mal, wie das ist. Und jetzt zum kleinen Ballen abladen. Und da wird's noch mal eng. Erleichtert und leichter rollt Gina weiter zur nächsten Station. Ich kann mein Gefühl gar nicht richtig beschreiben, weil ich den Tag noch nicht hinter mir habe. Aber ich bin alles an sich jetzt echt zufrieden, dass es bis jetzt alles gut geklappt hat. Und ich mir bis jetzt unnötig Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dass es so bleibt. Auf dem Ponyhof wird es noch einmal eng. Aber Gina hat ja weniger Gepäck und Unterstützung mit Hofchef Stefan. Servus. Servus. Hat ein bisschen länger gedauert. Müssen wir so machen. Ja, heute. Genau. Und alles gut? Passt. Ja, ich stehe ein bisschen weit weg, aber das kriegen wir hin. Geht schon, oder? Passt schon. Jetzt muss ich meine Jacke anziehen, damit ich nicht ganz so einstaube. Ach. Runter mit dem Ding. Runter mit dem Ding, genau. Hier oben am Berg ist nicht ganz einfach zu fahren. Es ist alles sehr steil, sehr eng, sehr verwinkelt bei uns. Aber sie macht es gut. Es ist ja egal, wer hinterm Steuer sitzt, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ist letzten Endes ja ganz egal. Hauptsache, er kommt sicher an. Das ist ein echter Knochenjob. Jeder Heuballen wiegt 15 Kilo. So viel wie ein dreijähriges Kind. Du schaffst das, sollen wir anfeuern? Ja, jetzt mal. No chance, was ist denn das? Ja, kommst du rauf hier? Ich komm rauf. Warte. Ja! Okay. Aufgepasst! Die volle Randale. Nein, das macht mir keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß, kleine Ballen abzuladen, weil es staubt und weil es kratzt. Die Größe sind besser. Aber es powert auch aus. Ja, eben. Bei uns macht es immer Spaß. Ja, bei euch schon. Wir haben immer Spaß. Immer Spaß. Ah. Wenn ihr nicht so unsportlich wäre, dann wird es noch mehr Spaß machen. Es ist ungewohnt, weil ich das tatsächlich nicht so oft mache mit dem Abladen der kleinen Ballen. Aber geht schon. Ich helfe gerne. Die Gina, die ist immer cool drauf. Bisschen anstrengend ist mit den kleinen Ballen bei uns, gell? Aber bei uns am Berg geht's einfach mit den großen nicht. Das stimmt. Oh. Der Michael Jackson Move. Ja, genau, schau, was man alles lernt dabei. Jetzt werden die letzten Ballen abgeladen. Das sind jetzt noch so 20 Stück. Dann bin ich fertig, fahre nach Reichenhardt, hole meinen Anhänger und fahre nach Hause. Die Plane wird zugezogen. Der Trecker transportiert die Strohballen ab. Und Gina meldet ihrem Mann Vollzug. Also Schatzi, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Alles ein bisschen länger gedauert, aber genau, komme jetzt. Wege suchen. Herumrangieren.
Heuballen abladen. Es ist ein anstrengender Tag für Gina. Und vorbei ist er auch noch nicht. Mein Plan ist, dass ich jetzt nach Reichenhardt fahre, meinen Anhänger hole und dann nach Hause fahre. Nur noch wenige Stunden. Dann kann die dreifache Mutter endlich alle Viere von sich strecken. In Bayern holt Trucker-Babe Gina ihren Anhänger am Autohof ab. Nur so konnte sie über die engen Straßen den Ponyhof erreichen. Jetzt ist der Rastplatz auf jeden Fall schon ein bisschen voller. Das hier beherrscht die 28-Jährige. Zurücksetzen und zentimetergenau die Anhängerkupplung treffen. Eigentlich. Nein, ich glaube, ich bin daneben gefahren. Es hat sich nicht richtig angehört. Ah, doch, noch nicht ganz. Ich bin gut, ich muss nur noch weiter zurück. Dann ist er drin. Wieder muss Gina Hand anlegen. Alles muss fachmännisch erledigt werden. Denn wenn sich der Anhänger löst, kann das für eine Katastrophe auf der Straße sorgen. 250 Kilometer ist die Heupuppe heute schon gefahren. Eine ganze Menge. Fertig und ab nach Hause. Denn zu Hause in Königsmoos warten Ginas drei Töchter und ihr Mann. Ich habe jetzt 155 Kilometer vor mir bis nach Hause. Brauche 2 Stunden ungefähr. Und dann habe ich Feierabend. Nicht ganz. Denn dort warten noch Haushalt und Büroarbeit auf Gina. Ein Job, der vollen Einsatz erfordert. Ich bin tatsächlich noch recht fit. Das ständige Aussteigen und Abladen und weiterfahren und wieder aussteigen, das hält mich immer wach. Mal schauen, wie es jetzt während der Fahrt wird, aber 2 Stunden sind jetzt nicht so lang. Also das ist eigentlich schon gut zum Schaffen. Ihren Sprung von Hamburg aufs bayerische Land hat Gina nie bereut. Von einer Millionenstadt in ein Dorf mit ein paar tausend Menschen. Eine Umstellung, die der 28-Jährigen nichts ausmacht. Im Großen und Ganzen würde ich mich jetzt mittlerweile eher als Dorfmenschen bezeichnen. Ich mag beides total gerne, das Dorfleben und das Stadtleben, aber ich bin wirklich mittlerweile froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Weil ich jetzt einfach, das ist mein gewohntes Umfeld geworden, mein Zuhause. Sogar bayerisch versteht und spricht Gina inzwischen. Am Anfang, als ich hergezogen bin, ich weiß nicht mehr, das war ganz am Anfang, die haben dann so miteinander geredet und hat der eine zum anderen gesagt, halt mal der Fotzen. Und dann hab ich gedacht, was? Ja, da soll der Fotzen halten. Dann sag ich, was ist denn Fotzen halten? Also bei uns ist das Wort was Schlimmes. Und dann hat er gesagt, ja, den Mund halten. Also Fotzen halten heißt da halt Mund halten. Und ja, in Hamburg, ich weiß nicht, die meisten werden es wissen, ist das halt was anderes. Aus Fremdheit ist Heimatgefühl geworden. Jetzt habe ich noch 77 Kilometer, dann bin ich zu Hause. Feierabend im Nieselregen. Es ist schon dunkel, als Gina auf dem Hof von ihrer Familie empfangen wird. Schau, meine Mama kommt. Hey, Mädels! Mama! Auf wieder bei uns. Oh. Hallo, Mäuse. Hallo, Schatz. Jetzt wurde ich abgeholt von meinem
Mann, vom Dominik, von meinen Kindern, die Antonia, Luisa und Marie. Genau. Mein Fazit vom Tag ist, dass er gut lief. Ich habe mir wie immer unnötig Sorgen gemacht, dass irgendwas nicht hinhaut oder ich irgendwas nicht hinkriege. Ist Gott sei Dank alles reibungslos gelaufen und jetzt bin ich fertig, doppelt gesehen. Fertig mit den Nerven und fertig mit der Tour. Endlich zu Hause. Und morgen warten schon die nächsten Abenteuer auf das Trucker Babe.